So, liebe Gäste, wir müssen heute oder möchten natürlich auch heute gerne mal über unsere Mühlis sprechen. Und René Freimuth ist bei uns, das ist nämlich einer der Gesichter der Mühlenkreiswahl und einer, der richtig dafür steht, für die Mühlis, für die Einsatzbereitschaft, für die Leidenschaft. René, erst habt ihr heute gespielt gegen Titelverteidiger HSV 1-1 und dann gegen Werder Bremen 3-2 gewonnen. Beschreib mal so ein bisschen so deine Eindrücke. Ja, also ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen. Wir haben, als wir zurücklagen, nicht aufgehört, Fußball zu spielen und sind dann zurückgekommen, wollten unbedingt heute eine gute Leistung hier bringen. Und die haben wir auch, glaube ich, gebracht mit einem Sieg und einem Unentschieden. Beschreib mal so ein bisschen, wie ist das? Letzte Spielminute, die ganze Halle unterstützt euch und dann macht ihr in der letzten Spielminute den Siegtreffer gegen Werder Bremen. Geil, oder? Ja, also wirklich, ich glaube, für alle auf dem Platz von uns oder außen, draußen an der Bande, richtig, ich sag mal, geiles Gefühl für alle, weil die Halle, die Atmosphäre, das hat alles gepasst und dann auch noch so ein, ich sag mal, perfekter Schuss von unserem Mann. Besser kann man es nicht machen. Ihr seid ein gutes Team, ne? Also ihr seid ja diszipliniert, ihr arbeitet füreinander, es macht Bock, in der Mannschaft zu spielen. Ja, vor allem, wir kennen uns auch untereinander und wir helfen uns dann auch. Das macht eigentlich sehr viel Spaß. Ja. Was will man mehr? Bisschen am Knie angeschlagen, aber ich glaube, danach geht das wieder. Per Mertesacker würde sagen, jetzt 3 Tage die Eis-Eis-Tonne und dann geht es morgen früh mit frischen Kräften weiter. Morgen früh 8.30 Uhr gegen Bayern München. Dann wird ein Traum wahr, glaube ich. Ist auch ein Ding, oder? Morgen früh gegen Bayern. Ja, also natürlich, wir haben Bock drauf, gegen Bayern zu spielen und wir wollen natürlich auch zeigen dann, dass wir nicht umsonst einmal gewonnen und unentschieden gespielt haben, sondern wir werden Bayern richtig unter Druck setzen und natürlich auch wieder versuchen zu gewinnen. Das ist mein Wort. Punkt. Dankeschön an René Freimuth und liebe Gäste bei uns in der Kreisspielhalle Lübbecke. Nochmal einen großen Applaus für René Freimuth und die Mühlenkreiswahl. Dankeschön.